So, schauen wir uns doch mal an, wie Taverne Manager Simulator ist. Ich habe mir dementsprechend ein bisschen den, würde ich sagen, ein bisschen dementsprechend passend angezogen. Ich hoffe, es ist passt ungefähr. Ja, wir schauen uns Taverne Management Simulator an. Ich hätte auch ganz gerne was Langärmeliges angezogen, aber ich glaube, dann wäre ich eingegangen in meine Bude. Es ist ein Fantasy Spiel, wo wir unsere eigene Taverne leiten. Ich glaube, es soll zumindest fantasietechnisch eingehaucht sein. Ich hoffe es sehr, weil ich mag eh generell, was alles so Thema Fantasy angeht. Ja, und wir sind dabei, unsere Taverne aufzubauen. Und das schauen wir uns mal an. Und wir gucken uns mal an, ob es da auch lustige Sachen gibt. Ich habe einmal kurz das Spiel getestet und ja, es startet direkt. Ich habe noch einmal mich kurz umgeschaut, um zu sehen, was man überhaupt so machen kann. So, da sind wir. Ah, unsere Taverne. Ja. Das ist sie. Unsere Taverne. Noch hängt hier nichts. Das Schild ist irgendwie verklemmt. So, wir sollen auf jeden Fall die Türen öffnen. Wir können uns auch mal ein bisschen umschauen. Aber nee. Wir öffnen jetzt einfach mal die Türen direkt. Wir gucken mal nach. Das Spiel eigentlich auch ein bisschen lauter machen, glaube ich, oder? Ah, ne, es geht. Gesperrt. Ich muss von der anderen Seite einschauen. Hm. Finden Sie den Eingang in zur Taverne? Ich kann auch rennen. Das machen wir jetzt mal. Ich kann ja reingehen, aber zuerst muss ich die Bretter entfernen. Ah, ich muss gedrückt halten. Okay. Sowas aber auch. Mensch, ey, da ist man einmal in Urlaub und schon sieht die Taverne aus wie Sau. Super, ich bin drin. Jetzt muss ich mich umschauen und herausfinden, wie ich die Haupttür öffnen kann. So, reinigen der Taverne. Halten Sie die Taverne sauber und beseitigen Sie den Schmutz rechtzeitig. Einige Kunden können unzufrieden sein. Next, Reinigung der Taverne. Sie können kleine Rückstände entfernen, indem Sie mit der linken Maustaste draufklicken. Gut. Hört sich schon mal gut an, dass wir das machen können. Flecken auf dem Boden können mit dem Mob gereinigt werden. Öffnen Sie die Werkzeugmenü, indem Sie die Tabulator-Taste gedrückt halten, um den Mob auszuwählen. Okay. Reinigung der Taverne. Halten Sie die linken Maustaste gedrückt, um mit dem Boden zu wischen. Werkzeug entfernen Sie mit dem rechten Maus-Button. Okay. Gut. Für Schmutz hier. Hä, wie konnte ich jetzt den Besen auswählen? Moment. Will er nicht? Ich habe ja auch noch keinen Besen. Gut. Mein Gott. Sieht das hier schäbig aus. Selbst die Fackel ist noch an. Kein saures Wasser. Meine Güte. Ich kann... Oh Gott. Ich kann den Laden doch so nicht öffnen. Okay. Krüge haben wir. Bier haben wir. Das hier aussieht. Alles voller Spinnweben, Müll. Ja, da ist man einmal in Urlaub und dann passiert sowas. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt nicht. Okay. 10 Tiere. Das war die letzte Bestellung. So. Tolle Aussicht. Nicht wahr? Kommen Sie Taverne auf. Ah, jetzt können wir den Mob auswählen. Oh, kann ja nicht sein, dass hier die Hempels unter das Sofa aussieht. So, erstmal die ganzen Scherben wegmachen. Ich habe das Gefühl, es sind neue Scherben dazugekommen. Aber kann ja nicht. Woher auch?
haben wir hier noch? Auf jeden Fall nichts mit Scherben. So, dann nehmen wir mal den Besen aus. So, erstmal hier schön alles sauber machen. Woran sehe ich denn, wie weit sauber es ist? Also gar nicht. Höchstens da, dass es sauber ist. Okay. Haben wir denn noch Dreck? Hier haben wir noch Dreck. Okay, dann entfernen wir mal den Dreck hier. Ist ja auch nicht fein, dass es hier Dreck ist. So, schauen Sie sich noch einmal in der Halle um. Aber diese große Haufe alten Mülls können einfach nicht bewegt werden. Vielleicht hat die Taverne etwas, damit wir sie säubern können. Was haben wir denn? Warte mal, erstmal hier weg. Sammeln erstmal die ganzen Kisten hier auf. Verstecken Sie den Müllhaufen. Ich mache nicht sauber. Nee, ich verstecke ihn erstmal. Ja, das ist natürlich sinnvoll, ihn den Müll erstmal zu verstecken. Schauen Sie ins Büro. Es sieht so aus, als hätte der alte Besitzer hier sein Geschäft geführt. Ich muss etwas Bier bestellen. Ach, stimmt ja. Das ist ja gar nicht mein Laden. Das ist ja ein alter Laden gewesen. Ah, wir haben ja auch eine Karte. Stimmt ja. Ich war ja ganz woanders. So, okay. Einkaufen von Ressourcen. Dies ist Ihr Tavernenmanagement Schreibtisch. Sie benötigen es, um die Taverne zu verwalten. Füllen Sie Ressourcen auf und kaufen Sie Möbel. Einkaufen von Ressourcen, Möbel, Deko. Kaufen von Ressourcen, Bier. Okay, wir brauchen Bier. Da. Warte auf Lieferer mit der Ware. Okay, das dauert noch ein bisschen. Dann warten Sie nach der Bestellung, bis der Warenkorb der Ressourcen eintrifft. Erhalten Sie Ressourcen, indem Sie die linke Maus-Button draufklicken. Alle Ressourcen werden automatisch in den Sack gelegt. Diese Ressourcenbeutel zum Lager. Okay. Ach ja, ja, dann müssen wir erstmal warten, bis alles da ist. Ja, mein Traum von der eigenen Taverne. Noch ist geschlossen. Hä? Ach, der kommt gar nicht von vorne. Okay, der kommt von hinten. Aha, guck mal. So, dann nehmen wir mal den Sack. Vielen Dank, guter Mann. Echt jetzt? Aber nächstes Mal gucken Sie mal, dass Sie selber Ihren Mist wegmachen. Kann ja nicht sein hier. Ja, ich habe erstmal diese Haufen Scheiße in der Hand. Tut mir leid für den Kraftausdruck. Aber naja. Was soll man jetzt dazu sagen? So, repariere das Schild. So, wir brauchen natürlich ein Aushängeschild hier. Kann ja nicht sein, dass das so jetzt aussieht, wie es aussieht. Das passt doch. Ja. Laut trommeln. Ich habe eine Narbe. Warte mal. Zur Diebeskatze. So. Schönheit.
So. Öffnung und Schließung der Taverne. Öffne die Taverne, damit Kunden eintreten können. Jetzt muss ich meine eigene Taverne öffnen. Drehen Sie dazu die Säule des Schilds. Mit der linken Maustaste. Sie können Vorzeichen jederzeit ändern. Sie können die Taverne auch jederzeit schließen. Zum Beispiel Geschäfte in der Taverne erledigen, ohne Kunden abgelenkt werden. Ah, okay. Kann ja nicht sein, ich muss ja erstmal hier. Kann ich auch. Allein, dass das so aussieht, wie das hier aussieht. Das ist doch überhaupt nicht einladend, wenn ich das jetzt so lasse. Ich muss ja wenigstens die Holzbretter hier von den Fenstern entfernen. Schlimm. So. Sieht doch jetzt ein bisschen einladender aus. So. Dann gucken wir mal, dass wir den ersten Tag mal langsam mal öffnen. Öffne deine Taverne. Gehe zurück zur Bar. Machen wir doch. Gieß da ein Krug Bier. Ein Drink zubereiten. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Arbeitsplatz, um den Herstellungsprozess zu beginnen. Haben Sie die linke Maustaste gedrückt, um die Taste einzuschenken. Lassen Sie das in die Hose und Pfeil angegeben ist. Achso, okay. Ein Drink zubereiten. Rufen Sie den Bestellungsstand, um linken Maustaste auf Bestellung anzuklicken. Servieren Sie die Bestellung. Okay. Okay, das kriegen wir wohl hin. So, dann wollen wir mal einmal hier ausschenken. Perfekt. Ah, das läuft doch wieder geschmiert. Okay, das war gut. Der war nur gut. Ist doch ein bisschen laut, ne? Machen wir ein bisschen leiser. Ah. Weil ich jetzt auf die Lautstärke geguckt habe. Also doch noch ein bisschen leiser. So. Kann das ja nicht so lassen hier. Ah, ist ja schön. Ja, jetzt waren wir auf einen Kunden. Da kommt der, unser erster Kunde. Ah, ich bin so aufgeregt. Ich bin aufgeregt wie ein Flitzebogen. Ganz langsam kommt er an. Ab und zu mal selber einen Schluck genehmigen. Muss ja auch mal sein, ne? Ich muss ja wenigstens das testen, was meine Leute hier zu trinken bekommen. Jo. Guter Herr, was kann ich Ihnen geben? Ein Bier, okay. Bitteschön. Ein Bier. Ich freue mich, dass Sie in Taverne. Ich freue mich, Sie in meiner Taverne zu sehen. Es ist mir eine Freude, Sie zu besuchen. Ich denke, Ihre Taverne wird bald die beste im ganzen Königreich sein. Oh, das ist ja nett. Das ist ja herzallerliebst. Aber. Tut mir leid, dass ich jetzt Ihnen leider das Schlechte gebe. So, ich freue mich, Sie in Taverne zu sehen. Ja. Ich bitte Sie zu gehen. Hauen Sie ab. So, die Dame, was kann ich für Sie tun? Ein Bier. Okay, dann kommt sofort. Ich freue mich, Sie in der Taverne zu sehen. Ja, ist immer schön einschleimen. Wir müssen ja ein bisschen Werbung machen, ne? Kann ja nicht. Wir müssen uns ja ein bisschen populär machen. Alles klar. Vielen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. So, schön. Ah. Werde ich jetzt die Dreckigen los. Ah, ist das schön. Wollte schon sagen. Oh, das ist nicht aber. Oh, 15. Ein Bier, der Herr. Kommt sofort. So.
denke auch, dass meine Taverne die beste des Königreichs wird. Kein sauberes Wasser. Ich glaube, wir müssen sauberes Wasser holen. Ich hoffe, ich kann den Leuten so sehr vertrauen. Ich drehe am Rad. Wir brauchen ein bisschen sauberes Wasser. Schmutz auf den Tisch. Manchmal lassen Kunden Schmutz auf den Tisch. Schmutz schadet der Sauberkeit, auf während das neue Kunden sitzen. Ja. Okay, wir müssen einfach die Tische sauber halten. Ich denke mal, dass Zeit Geschirr zu spülen. Ah, okay, der Herr. Moment, ein Bier. Ich habe keinen Platz mehr auf dem Tablett. Wasser. Wasser wird zum Spülen von schmutzigem Geschirr und zum Kochen von Geschirr benötigt. Um einmal Wasser zu bekommen, brauchen wir einen Brunnen. Also den Brunnen. Bedingt mal aus, dass er fest. Drehen Sie am Kurbel einmal. Okay. Okay. Wir haben Schmutz, das wir entfernen müssen. Ah, guck mal. Ich habe schon Wasser drin. Das ist ja schon hervorragend. Das heißt, dann können wir auch direkt das Wasser hier einfügen. Wenn Ihnen Gericht ausgehen, können Sie mit der Bestellung erstellen. Behalten Sie die Menge der Geschirr im Auge. Yep. So, ich habe doch schmutziges Geschirr. So. So, muss auch Geschirr sauer halten. Ich hoffe, für einen allein ist das doch ein bisschen anstrengend auf Dauer. Okay, jetzt habe ich das zu schnell weggeklickt. Bestellung 2. Ah, wir müssen uns natürlich unsere Theken sauber halten erstmal. Ah, die werden automatisch wieder hingebracht. Okay, das ist ja nice. Ja, schön. Müssen wir mal neues Bier machen. Muss natürlich auch perfekt für den Kunden zubereitet sein. Und nicht nur gut, sondern auch perfekt. So, der Herr, ein Bier kommt sofort. So. Ich hoffe, Sie beehren uns mal bald wieder. So, ich bin ein höflicher Gastgeber. Nice. So, schön. Dann wollen wir doch mal wieder alles sauber machen, wenn wir schon dabei sind. Weil wir brauchen ja Krüge wieder. So, sau. Eins ist. Mach ich direkt zwei sauber? Muss wohl. Oh, das ist praktisch. Ja, mein Kater ist auch dabei. Der ist mit mir in die Taverne gekommen. Ja, jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe kein Bier mehr. Ja, Entschuldigung, der Herr, aber. Ich, ja. Ja. Moment, warte mal. Nein, wir haben gar kein Bier mehr. Oh, das ist schlecht. Wir müssen neues Bier bestellen. Oh, wir können noch Sachen verbessern. Lieferung, Ressourcen. Na komm, wir bestellen ein bisschen mehr. Muss warten, bis die da sind erstmal. Ja, ich muss Sie leider bitten zu gehen. Ja, es tut mir leid, beehren Sie uns bald wieder. Boah, minus 10, schlechter Ruf. Uhu. Das kann böse enden auf Dauer. So.
So, aber das war doch ein schön einmal ein erfolgreicher Tag. Brauchen auf jeden Fall mehr Bier. Verbesserung, Lieferung, Getränke. Achso, der muss erstmal von dannen ziehen. Aber das sollte ja nicht so lange dauern. Gut. Dann werden wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr Bier bestellen. Lieferung, Ressourcen. Wir brauchen einfach mehr. Wie viel können wir denn bestellen noch? 8 Stück, das machen wir. Dann können wir auf jeden Fall am nächsten Tag ein bisschen mehr Kohle machen. Ach ja. Die Nacht. Gibt es weniger Wirtshausbesuche. Wenn Sie möchten, können Sie die Taverne schließen und bis morgen ins Bett gehen. Oder genießen Sie eine ruhige Zeit. Benutzen Sie das Bett in Ihrem Zimmer. So, ich glaube... Ich glaube, wir nutzen einmal die Zeit, um uns ein bisschen umzuschauen. Katerchen, lass die Taste in Ruhe. Mein Kater möchte mein Mikro leiser machen. So, wir gehen mal einmal kurz hier hin. Ah, das ist jetzt gerade angekommen. Dann gehen wir erst dahin. Dann sammeln wir erstmal das Bier hier ein. So. Schön. Und mein zweiter Kater kommt jetzt auch noch zu Besuch. Das ist auch schön. Ach, wenn ich so eine Taverne hätte, ich würde meinen Katzen dauerhaft draußen rumlaufen lassen. Dauerhaft. Das ist auch ein interessantes Gebäude. Ich finde, die haben hier in den Spiel auch sehr viele lustige Sachen eingebracht. Wie diesen Schmied hier. Meine Freunde sind auf den großen Berg gegangen oder auf den Vulkan. Du kannst den Tisch haben. Ich habe ihn für sie gemacht. Er meint natürlich hier diesen Tisch. Den nehmen wir mit. Und ich glaube, es ist eine klischeehafte Sache an Herr der Ringe. Zumindest kommt es mir so vor. Ja, ja, Herr der Ringe. Ja, die Äpfel können wir leider nicht pflücken. Dann haben wir noch hier ein interessantes Gebäude. Das finde ich auch recht lustig. Ja, wobei, das schauen wir uns am nächsten dran. So, gehen wir erstmal schlafen. Spiel wurde gespeichert. Kann leider die Tür nicht zumachen. Dann müssen die Türen dann offen bleiben. Kann halt jeder reinkommen, wie er möchte. Ist doch auch schön. Ein Darlehen. Ich möchte kein Darlehen. Gehen wir erstmal schlafen. So, dann gute Nacht.